www.ndr.de im Internet. Und das war's von mir für den Moment. Jetzt geht's gleich weiter mit Eva Imhoff und dem Wetter. Ich melde mich nochmal um 7:45 mit einem viertelstündigen RTL Aktuell Spezial zum Krieg in der Ukraine. Bis dahin. Tschüss. Guten Abend. Beim Wetter gibt es positive Nachrichten. Auch in den kommenden Nächten geht es zwar frostig kalt weiter, das bremst den Frühling etwas ein und sorgt dafür, dass Allergiker erstmal nicht ganz so geplant sind.